Was ist denn das hier? Hai-Oase besuchen. Was macht denn eigentlich der Martin gerade? Ach, der lernt immer noch Geschicklichkeit in der Bibliothek. Wer ist das hier? Kevin bei Bermuda. Was liest der gerade? Unzweckmäßiges Herrenhaus, natürlich. Okay, er hat den Balken fast voll. Den lasse ich jetzt Kevin freundschaftlich begrüßen. Ja. Er muss ja auch einmal einen Freund auch finden, ne? Weil ich glaube, der hat ja kaum Freunde da, Martin. Doch. Hä? Der hat sogar einige Freunde, eigentlich Bekannte. Ist die Ehefrau, natürlich. Ja, aber er braucht auch immer einen richtigen Freund. Deswegen würde ich sagen, ja, ist eine gute Idee. Mach mal gleich mal freundschaftlich begrüßen. Natürlich ja erst nach dem Lesen, sorry. Ich hoffe, das geht jetzt nicht weg, wenn ich das hier klicke. Nee, geht nicht weg, Gott sei Dank. Ja, und er hat schon Level 3 erreicht. Martin bringt es nun fertig, dass die meisten Gegenstände sich von selbst reinigen. Wie praktisch. Ja, natürlich. Wenn ich das auch könnte, dann müsste ich nie mehr aufräumen oder so. So. Natürlich dürfen wir nicht auf Elena vergessen. Ich weiß schon, ich mach schon. Ach, sie fährt wieder nach Hause. Okay. Etwas verbessern. So, ey, du, ey, Kevin, hey, Hallöchen, mein Name ist Martin. Hey. Oh, das bin ich gerade. Freundlich. Was machen wir denn? Ein bisschen kennenlernen natürlich ist jetzt ganz wichtig. Machen wir gleich zweimal. Dann halt eben noch Karrierefragen. Wir können ein bisschen über die Hitze reden. Oder über den Regen eher mehr reden. Dann können wir auch noch über Familie reden. Nach Karriere fragen. Und ein bisschen plaudern. Ey, ich bin der Martin. Ich habe eine Ehefrau, die Elena. Und ich lebe sehr gut mit ihr. Oh ja, ich habe auch eine Frau. Der hört sich richtig so an, Alter. Ja, lass mal die einfach mal plaudern. So, Elena ist gerade auf Toilette, wie ich sehe. Was kann die eigentlich auch mal machen? Die muss ja erst morgen arbeiten, ne? Ja, genau, die kann ja eigentlich schon noch mal ein bisschen kochen üben. Die kann ja eigentlich Reste essen, Herbstsalat. Ja, komm, Reste essen, Herbstsalat. Und danach würde ich mal sagen, Mittagessen servieren. Ja, mehr Abendessen schon, es ist ja schon 3:30. Ein Gelee-Sandwich für 6 Simoleons. Okay. Genau, kannst du zumindest schon mal ein bisschen kochen lernen. Oder wie kann man den kochen lernen? Glaube ich auch mit dem Buch, ne? Wäre natürlich praktisch, wenn wir ein Bücherregal hätten. Jetzt haben wir, glaube ich, eh genug Kohle. Wir haben fast 5000 Simoleons, Alter. Können wir mal wieder was ausgeben. Und zwar ein Bücherregal. Das war doch hier mit im Büro, genau. Hobbys und Fe... Ah, na, hier. So, wir nehmen natürlich eigentlich am Anfang das Billigste. Es wird ja wohl reichen, hoffentlich. Das geschmackvolle Literaturregal. Auch wenn es ein wenig altmodisch erscheinen mag, aber dieses Regal ist ein eindeutiger Hinweis aus deinen guten Literaturgeschmack. Du weißt, dass Abenteuergeschichten spannend, Krimis aufregend und Liebesgeschichten schnulzig sein können, sein müssen. In einer so harten Welt wie der unseren sollten wenigstens unsere Regale um ein Happy End bemüht sein. Okay. Ich glaube, die Farbe reicht schon, oder nehmen wir das da, nehmen wir das da, nehmen wir das da. Ja, nehmen wir das da. So, wo stellen wir denn das jetzt hin? Das könnten wir doch eigentlich so... Was? Nein. Na, jetzt so. So hinstellen, genau. Das ist doch perfekt. Und dann schauen wir mal. Sims können während ihrer Reise... Alter, nein. Was kannst du hier alles lesen? Belagert und ob... Ja, es ist Kochen dabei. Geil. Ich habe gewusst, dass ein paar Bücher schon dabei sind, wenn man ein Bücherregal kauft. Was eigentlich unrealistisch ist, weil man kauft eigentlich nur den Bücherregal. Das Bücherregal, aber egal. So. Genau, nachher kann es ja...
Egal, dann bereitet sie trotzdem zu, weil ihr Mann wird ja auch schon langsam hungrig. So, da plaudert ja noch. Wie, na du? Sims lieben gutes Essen. Lebensmittel kaufen. Im örtlichen Lebensmittelgeschäft kannst du frisches Fleisch und andere Produkte kaufen, die dein Sim dann als Zutaten für die Rezepte verwenden kann, die er erlernt hat. Wähle die Lebensmittel, die du kaufen möchtest, und füge sie deinem Einkaufswagen hinzu. Wenn du alles gewählt hast, klicke auf Objekte kaufen. Falls du häufig das gleiche kaufst, kannst du deine Einkaufsliste auch speichern, damit der Vorgang schneller vonstatten geht. Cool. Nach dem Einkauf kann dein Sim die Lebensmittel direkt vom Inventar aus verwenden oder sie im Kühlschrank platzieren, damit alle Mitglieder des Haushalts mit ihnen kochen können und damit die Sachen nicht verschimmeln. Martin hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Kevin ist familienbewusst auch. Na, das trifft sich doch gut, Alter. Arbeitslos, ach ja. Kevin ist ein Workaholic, Arjun. Die würden eigentlich gut zusammenpassen. Also ich meine jetzt natürlich als Freunde, ne? Ach ja, ich gucke immer so gerne durch die Stadt ein bisschen. Ist ein wunderschöner Tag heute wieder. Es hat eigentlich jetzt vorher zu regnen aufgehört. Ja, ich würde mal sagen, du verabschiedest dich ja mal, auf Wiedersehen. Und dann gehst du mal auch nach Hause, ne? Martin. So. Perfekt, was macht sie? Was macht sie denn, Alter? Rangehen? Ich hab gedacht, du wolltest kochen. Huch. Nein, Alter. Was klingelt denn jetzt schon wieder? Jetzt klingelt sein Handy, Alter. Was ist denn hier los? Du bist ja schon zu Hause. Rangehen. Hallo? Wer ist denn da? Ja, Alter. Irgendein... Okay, ich merke, hier ist irgendein... Einer, der so Streiche spielt. Den beiden, ich werde herausfinden, ein anonymer Hacker oder so. Das werden wir herausfinden, wer das ist. Okay, sie hat jetzt, ach so, sie hat schon gekocht, die Chili-Sandwiches. Na, da freut sich aber einer, huch. Ich und natürlich auch da Martin, er könnt, ja, nimm mal einen Teller. Und sie ist eigentlich nicht hungrig. Was macht sie eigentlich gerade? Wo ist sie? Ach nee, nicht das lesen. Das heißt ja das Kochen lesen, Mädchen. Da, Kochenband 1, zu viel Salz. So. Ach, ist das schön. Da macht immer so eine komischen Kaugenbewegungen und irgendwie so eine Geräusche, so als ob ich so essen würde. Ach ja, ist schön. Ist einfach Sims, Alter. Da muss man immer lachen. Egal, ob es jetzt Grafikfehler sind oder... Ach, wie die Sims sich verhalten, ist schon witzig gemacht. Da fragt man sich, ob EA überhaupt weiß, was Realität ist, aber naja. So, was will sie denn? Schnäppchen Schorsch putzen. Ach so, heißt die Toilette. Ach so. Habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ja, komm, Muschel wird nichts mehr. Toilette säubern ist viel besser. Es ist ein Wunsch von mir, in die Toilette zu putzen. Er will ja ein Techtelmechtel mit ihr. Das muss noch ein bisschen warten. Du kannst aber die Reste wegstellen, Martin. Und dann würde ich mal sagen, ja. Was ist das hier eigentlich? Universitäts-Giveaways erhalten. Probier mal einfach mal. Was passiert dann?
Cool. Martin Williams hat ein paar starke neue Sachen. Er hat ein Universitätsbanner und ein cooles neues T-Shirt bekommen. Mir kommt gerade vor, als wie wenn er selbst gerade in die Uni geht. In die Uni? An der Uni. Ja. Okay. Kannst dich wieder umziehen. Ja, dann auch mal reinigen. Maskottchen rufen, Hochschuleignungstest ablegen. Nein, er wird natürlich nicht zur Universität gehen. Er, hatte schon einen Job. Das habe ich eigentlich für die Kinder ausgedacht, dass die dann auch studieren gehen, damit wir auch die Universitätswelt ein bisschen erkunden können und erleben können. Ach ja, ich freue mich schon auf die Kinder. Ich würde so gerne jetzt schon ein Baby machen, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh. Mein Gott! Stimmt ja, also nicht der Martin, sondern apropos das Alter. Ich wollte ja das letzte Mal eigentlich die Alterung deaktivieren, genau. So. Weil sonst werden die mir automatisch alt und das will ich ja nicht. Deswegen. Der zockt mal wieder, der könnte eigentlich, der könnte was anderes am PC machen. Kann man hier nicht Schach spielen oder so? Da kann man ein bisschen Internet surfen von mir aus. Was war denn das jetzt gerade? Ach, der Eiswagen, natürlich. Eisbelohnung kaufen. Cool, dass der überhaupt zu uns hier auch herkommt. Eigentlich dürfen wir uns diese Gelegenheit eigentlich nicht verpassen, ne? Komm, hör mal ganz kurz auf zu lesen an Elena und... Kauf dir mal ein schönes Eis. Oh, Eis, 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 Eis. Da rennt sie gleich einmal raus. Oh ja, da bin ich gleich dabei. Mal schauen. Welches Eis nehmen wir diesmal? Eishörnchen. Eishieschen wäre auch mal süß. Ja, komm, nimm mal ein Eishieschen am Stiel. Ist ja auch am teuersten eigentlich. Aber egal, wir haben jetzt genug Kohle, also... Ein Häschen am Stiel, bitte. Häschen am Stiel, oh, das wäre nicht so schön. So, nimm. Lecker Eis. Das schmeckt ja richtig. So, was willst du hier noch mit Martin plaudern? Ja, können wir eigentlich machen. Warte, was ist denn das? Huch, und was war das jetzt gerade? Ist da gerade wirklich jemand mit einem Besen vorbeigeflogen? Haben wir da gerade jetzt Hexe Lilly gesehen oder so? Oder die Bibi Blocksberg? Mann, schade. Hätte ich gerne gesehen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, was ist das hier? Bonehildas Sarg. Wir können einen echten Sarg kaufen, wie geil. Aber wir wissen ja, wir wollen anständig spielen da, deswegen. Ja. So, jetzt kannst du eigentlich dann wieder lesen. Ah ja, sie wollte ja hier säubern bis makellos. Das war ja ihr Wunsch hier, die Toilette säubern. Und dann können wir auch mit Martin plaudern. Der untersucht ja immer noch das Internet, ne? Ja, genau. Elena küssen, das machen wir natürlich gerne. Sie, was will sie? Hausbesetzer, Waschbecken putzen. Alter, hier gibt es so viel zum Putzen. Von mir aus, dann machen wir das hier auch noch. Tauchen kommen. Tu mal einfach weg, das wird eh nichts. Wir haben getaucht, aber... Fähigkeit! Waschbecken putzen? Da ist doch gar nichts dreckig. Wie, man kann ein Techtelmechtel unter der Dusche auch machen? Wie geil. Ach, heilige Scheiße. Aber das hier ist doch überhaupt nicht eigentlich schon mal... Ach so, okay, das hier, ja, okay. Säubern bis makellos. Und dann halt eben, Alter, wie viele Wünsche willst du sich? Wäsche waschen, mein Gott, Mädchen, Alter. Ist aber auch zu gut für diese Welt. Und der Eiswagen ist weg. So, was gibt es im Internet, Martin? Ah ja, immer diesen gleichen Scheiß. So, Anna, Elena, Mann, Alter, ich muss mich endlich einmal daran gewöhnen, Elena zu sagen.
Ich weiß auch nicht, woher ich immer dieses Anna habe. So, die geht einmal duschen, wollte ich eigentlich gerade sagen. Und dann kann sie wirklich endlich einmal mit Martin plaudern. Hoffentlich kommen dann jetzt keine Wünsche mehr. Die hat unglaublich viele Wünsche. Martin ist jetzt nur mehr 10 Stunden krank. Da freue ich mich. So, ja, der kann aber jetzt dann auch mal noch schnell auf die Toilette gehen und dann noch die Hände waschen. Ja, ich weiß, dass du müde bist, deswegen geh jetzt noch schnell auf die Toilette und dann kannst du schlafen. Natürlich dann hierher gehen. Und dann schlafen. Ja, du kannst jetzt auch schlafen, Elena. Schon ein Schlafanzug, wie passend. Und dann kannst du auch jetzt hier mal schlafen. Gute Nacht, liebe Elena. Und auch gute Nacht, lieber Martin. So, dann kann ich ja jetzt eigentlich schon vorspulen, ne? Ja, dann haben wir jetzt einmal wieder einen Tag geschafft. Freue ich mich. Und die Elena hat endlich auch einen Job. Ja, also Gastronomie, sind da gerade Pferde vorbeigelaufen. Alter, das Spiel ist manchmal ein bisschen strange. Alter, was hier alles so abgeht in Sunset Valley. Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass sie jetzt auch einen Job hat und Gastronomie, ganz ehrlich, das passt irgendwie sehr gut zu ihr. Eine Mutter, die gut kochen kann, da freut sich doch eigentlich jeder und auch der Mann, eine gute Ehefrau, die kochen kann, einfach ein Traum. Das wünscht sich auch wirklich jeder. Das war, glaube ich, gerade ein Hase. Hier sind ganz viele Wildtiere, wie ich... Das merke ich irgendwie. Ah, Elena hat genügend Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte gesammelt, um eine Belohnung zu erwerben. Sieh im Zufriedenheit auf Lebenszeitfenster nach, welche Belohnungen zur Verfügung stehen. Okay, das ist, glaube ich, hier, ne? Okay, achso, nein. Entschuldigung.